Ich begrüße Sie zur Medienkonferenz mit unserem Cheftrainer David Wagner und unserem Verteidiger Silvan Hefti. Von meiner Seite auch erstmal ein freundliches Hallo. Danke für die Gastfreundschaft hier. K.O.-Spiel, erstes Spiel, Hinspiel. Wir treffen sicher auf einen sehr erfahrenen Gegner, der individuelle Qualität hat, wo wir eine Top-Leistung bringen müssen und auch wollen. Allerdings ist die Zielsetzung auch klar, wir wollen gerne in die Playoffs. Jetzt ist es David Vorderhaus, der Torwart und Herr Chapelier, den Stürmer. Wir werden jetzt heute nochmal das Abschlusstraining abwarten, morgen Vormittag auch nochmal trainieren, aber im Moment habe ich Hoffnung, dass beide zum Einsatz kommen können, ja. David, du hast schon jetzt diesen Spielstück, glaube ich, etwa 22 Spiele eingesetzt. Hast du diesen Kreis der Spiele, den du vertrauen willst in den Abständen der englischen Wochen, schon gefunden? Und erweiterst du diesen noch? Ja, also im Endeffekt sind alle, die bisher oder die im Moment gesund sind oder in der Vergangenheit gesund gewesen sind, einen Großteil der Vorbereitung mitmachen konnten, jetzt auch schon zum Einsatz gekommen, haben alle einen Job getan, egal ob von Beginn an oder als Einwechselspieler. Und in so einer Phase, die wir haben mit so vielen Spielen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die Frische hat, um unser intensives Spiel auch zu spielen. Und wenn jeder weiß, was er zu tun hat und wenn jeder die Form hat und wir erfolgreich sind, spricht alles dafür, wirklich überall diejenigen zu nutzen, die an dem Tag am besten helfen können. Sie waren nicht Trainer bei Young Boys, als Sie gegen den Schiffer spielten. Aber wahrscheinlich wollen Sie eine Revanche finden. Wie stehen Sie dazu? Sind Sie vorbereitet für dieses Spiel? Ja, das ist richtig, aber das geht ja dem Gegenüber genauso. Klusch hat auch einen neuen Cheftrainer. Am Ende weiß ich natürlich über die Resultate in der Euroleague letzte Saison. Und nichtsdestotrotz halte ich von dem Wort Revanche relativ wenig. Letzte Saison ging es um K.O.-Spiel, Euroleague, sich zu qualifizieren. Jetzt geht es um Playoff-Spiel, ist eine andere Ausgangssituation. Treffen zwei gleiche Gegner aufeinander. Die Situation ändert sich nicht. Wir wollen weiterkommen. Das will Klusch sicher auch. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung bringen müssen, fühlen uns aber sehr gut vorbereitet. Und jetzt ist das erste Spiel und jetzt geht es für uns darum, eine gute Ausgangsposition uns zu erspielen im ersten Spiel, um dann zu Hause in unserem Stadion das Weiterkommen dann zu sichern. Eine Frage an Silvan. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Welche Erinnerungen hast du an die letzte Saison, an die beiden Begegnungen gegen Klusch? Ja, also ich erwarte einen guten Gegner. Wie David schon gesagt hat, sie sind sicher erfahren, haben auch einen neuen Trainer jetzt und werden sicher ein bisschen anders spielen. Aber ich glaube, wir müssen uns auf uns konzentrieren, wenn wir mit Intensität spielen und ja, unsere Prinzipien umsetzen. Dann glaube ich, können wir ein gutes Resultat erreichen. Aber wie gesagt, dafür müssen wir auch eine Top-Leistung abrufen. Für David Wagner, im letzten Saison war das Ziel für Young Boys Berna, in den Gruppen der Europa League zu spielen. Ist das Ziel jetzt höher? Möchten Sie mehr erreichen? Also ohne, dass ich letztes Jahr da war, ich glaube, Sie hätten letztes Jahr auch gerne Champions League gespielt. Und dieses Jahr würden wir das gerne auch haben. Wir spielen immer fürs Maximum. Allerdings sind wir immer gut beraten, auf den Moment zu fokussieren und das ist jetzt Klusch, dieses Spiel, eine Runde weiterkommen und dann weitersehen. Das ist das, wie wir die erste Runde angegangen sind und wie wir jetzt auch diese Runde angehen werden. Wir haben die Partien letztes Jahr zwischen Klusch, die wir euch bei der Vorbereitung gehofft haben. Ja, also wir kennen sie sicher von letztem Jahr, das ist klar, viele Spieler von uns. Und sie haben auch noch ein paar gleiche Spieler. Klar ist, dass es eine neue Affiche wird, das müssen wir uns schon bewusst sein. Es ist nicht mehr ganz genau wie letztes Jahr. Es sind auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben einen klaren Plan und wir wollen unser Ziel verfolgen, so weit wie möglich zu kommen. Und für das müssen wir
ja, die bestmögliche Leistung abrufen. Es gibt viele Neuigkeiten, viele neue Spieler und viele Veränderungen. Auch die Ziele sind ein bisschen anders als letztes Jahr. Haben Sie die nützlichen Zutaten gefunden, um gegen diesen Spieler, diesen Gegner zu gewinnen? Bei Cluj gibt es viele Veränderungen, ja, und viele. In beiden Mannschaften. Ja, ich würde mal sagen, bei uns haben sich die Veränderungen einigermaßen in Grenzen gehalten, bis auf zwei Neuzugänge und zwei aus dem Staff ist, oder drei aus dem Staff ist alles zusammengeblieben, was ein Vorteil ist. Und ansonsten, glaube ich, gibt es keine Geheimnisse. Ich wohne ja noch im Hotel in Bern und lustigerweise der Scout von Cluj hat die zwei Spiele im gleichen Hotel wie ich verbracht. Also wir haben sie gesehen, es wird keine Geheimnisse geben morgen in dem Spiel und keine Überraschung. Da bin ich relativ fest davon überzeugt, dass wir auf alles, was wir müssen, vorbereitet sind. Haben Sie eine Nachricht von Jürgen Klopp erhalten, dass Sie in Champions League erwartet werden? Nein, weil da sind wir noch nicht. Wie ist der Gesundheitszustand von Same? Er ist ein sehr gefährlicher Spieler. Ist er gesund genug, mindestens im Heimspiel spielen zu können? Nein, der wird dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen können. Letztes Jahr waren ja zumindest das zweite ziemlich aufgeladen am Ende. Das war ein sehr hektisches Spiel. Was ist davon noch übrig? Habt ihr da das mitbekommen? Und was heißt das für das Spiel morgen? Ja, klar waren die letzten Spiele ziemlich spannend und auch geladen, würde ich mal sagen. Aber ja, ich habe es auch schon angetönt. Es gibt ein neues Spiel, neue Voraussetzungen. Und was ich erwarte, ist sicher, dass es sicher auch ein emotionales Spiel werden kann mit den Zuschauern hier. Und auf das freue ich mich. Und wie schon gesagt, die Mannschaft konzentriert sich auf ihren Job und will die bestmögliche Leistung abrufen. Danke vielmals und schönen Abend. Danke, ciao. Danke.